schnell. Leute sind... der war ja schick. Direkt am Anfang so einen aus der falschen Perspektive gekriegt. Ja. Die Jungs sind sehr, sehr motiviert. Waren alle schon in-game. Mussten erstmal die Map neu laden. Aber wir warten sowieso gerade noch auf Nay Danger, einen der anderen Caster, einen der englischen Caster. Aber wie gesagt, wir sind schon in-game. Gibt schon ein bisschen was für die Augen. Heute fangen wir den Stream mal nicht mit einer Lobby an. Sehr schön. Jo. Und ich muss mir hier jetzt, weil ich keine Zeit hatte, diese eine Minute mir noch irgendwelche Notizen zu machen, muss ich jetzt noch einmal ganz schnell nachgucken, was wir hier eigentlich genau haben. Death Rain Blue gegen das A-Team. Bin ich da richtig? Jo, sind wir. Death Rain Blue gegen A-Team. Wundervoll. Was hier mit Wanna See Some Pics? Ah, okay, Dr. Us bietet uns hier gerade an, uns Bilder zu zeigen von dem, was heute dabei rausgekommen ist, dass er gestern beim Barbecue viel zu viel Fleisch gegessen hat. Eine schöne Art, das auszudrücken. So, sind wir denn alle jetzt? Gerade gucken. Nee, Danger ist auch hier. Alle scheinen soweit zu sein. Jilbo der Letzte, der nochmal F3 drücken muss. Sehr schön. Ah, und da sind wir auch schon. Map Nummer 1, Toya Fortress zwischen Death Rain Blue und dem A-Team. Schauen wir, was wir heute Schönes geboten kriegen. Fight. Hier erstmal die übliche Antasterei. Vornehmlich mit Pinzer quer über die Map. Da ist schon die erste direkte Granate des Abends. Heute folgen mal keine zwei weiteren. Aber bislang noch keine wirkliche Nah-Auseinandersetzung, wie es aussieht im Augenblick. Ne, man hält sich da vornehm ein klein wenig zurück. Ah, da wird gerade versucht... Ja, jetzt ziehen die Death Rain-Leute gerade im Verbund durch die Gegend. Aber jetzt sind fürs Erste die Teams auch wieder vollzählig. Und A-Team mit einigen Leuten mehr, die Stack haben. Gefährlichste Situation. 15 Sekunden, nur zwei Mann und beide low. Jilbo alleine und ist jetzt auch weg. Das ist Runde Nummer 1 fürs A-Team. Eine Aktion da von Bartek. Hat noch 5 Schaden mit dem Slowfield Weeball gemacht. Die Granate flog knapp über den Eggboard-Schädel. Jetzt aber. Death Rain wollen den Kampf zum A-Team tragen und sind da auch ganz gut unterwegs. Us werden sie so schnell nicht kleinkriegen, bis dass die anderen wieder da sind. Aber das war ein sehr schöner Push. Und jetzt für einen kurzen Moment der Stack-Vorteil auf Seiten von Death Rain. Ja, wird für ein Wipeout allerdings nicht ganz reichen. Marcy Voider mit dem Runterschmeiß-Frack gegen Vicky. Vickiv. Ich bleib bei Vicky. Na, und das ist die zweite Runde jetzt aber auch schon für das A-Team.
Also wenn es dann um den Abschluss geht, sind die Jungs in Grün ganz gewaltig unterwegs. Ja, aber nach der vorsichtigen ersten Runde hat man jetzt die Scheu voreinander auf jeden Fall verloren. Fröhlicher Frag-Austausch. Kämpfe ziehen sich über die halbe Karte. Und Koss. Hat er einen in die Ecke gedrängt. Und gibt Andy da den Finisher mit der Pinsel. Hat er auch Us gesehen, den letzten, aber so schnell kriegen die den nicht. Marcy Boy ist wieder da. Koss jetzt nur noch mit 13 HP. Was nichts macht, wurde dann nämlich auch vom Marcy Boy direkt wieder zurück gefragt quasi. Rache wurde genommen. Oh, da wurde er mit dem Explosions-V-Ball in die Luft gebracht. Oh, und das war ja eine wunderschöne direkte Rakete da von Marcy Boy gegen Vicky. Ja, und jetzt Koss für 5 Sekunden alleine, aber ob sie ihn so schnell finden können? Nein. Koss schleicht da unten, ich glaube niemand hat ihn wirklich gesehen. Insofern... Da sind sie ihm jetzt auf die Schliche gekommen, aber Vicky war schon wieder da. Ja, aber jetzt kostet derjenige, der alleine klarkommen muss. Schalten wir mal drauf. Sollte 8 nicht eigentlich... Warte. Da haben wir Koss. Für die letzte Sekunde. Gott, dieses Button-Management, um die Leute durchzuschalten. Ich muss das echt mal richtig einstellen. Der Standard ist nicht so dolle. Aber das war die erste Runde für Death Rain Blue jetzt. Auf jeden Fall. Man bleibt dran. Es wird definitiv keine zu Null Geschichte schon mal. Aber wie gesagt, so rein vom Spielerischen scheinen die Dinge da auch relativ ausgeglichen zu sein. Gut, Jillboard verteilt Schaden wie sonst was. Ja, die Bubble ist zwar... in der Säule gelandet. Aber die Rakete war eine gute Unterstützung. Aber jetzt ein bisschen gefährlich. Alle 4 low. Das decken sich wieder ein kleines bisschen auf. Bis dahin ist das gegnerische Team auch wieder da. Und Us immer noch unterwegs. Das, ja. Das könnte sehr, sehr böse jetzt enden. Das ist keine gute Ausgangssituation. Aber für Jillboard war es der erste Tod. Für Us auch. Ja gut, das konnte man sich erlauben. Nur Marcy Boy länger raus. Aber jetzt werden sie dafür richtig in die Zange genommen. Aber nichtsdestotrotz. Sind jetzt gerade die Leute vom A-Team so ein bisschen in Bedrängnis. Aber Pix versteckt sich da ganz smart. So lange, bis Bartek wieder zurück war. Marcy Boy stürzt sich rein. Kann Pix aber nicht so ganz den Rest geben. Andy versucht es, kriegt es auch nicht hin. Pix jetzt mit dem dritten Frag. Hat noch mal Jillboard da weggeholt. Oh, und macht's im Alleingang. Alle 4 hat er da weggezogen. Das war sehr gut gespielt von Pix. 3:1 jetzt aus Sicht von AT. Okay, Jillboard bringt's da nicht lange. Das machen die auch relativ gut. Also tun grundsätzlich das, was die Ghostbusters nicht sollten. Ne, kreuzen die Strahlen, aber sehr, sehr effektiv bei Wipeout. Ja, die 100er Rakete hat Bartek nicht gefallen. Andy finisht ihn da auch. Und holt Koss da eben auch weg. War auch schön spektakulär gespielt. Und Vicky jetzt für ein paar Sekunden alleine. 5 Sekunden noch. War aber auch Jillboard da weggeholt, ohne dass er groß Schaden gemacht hat. Da fängt er sich die erste Pinzer, die zweite. Aber Bartek ist wieder da. Koss jetzt auch. Wipeout abgewendet.
Marcy Boy kommt hoch. Kommt hoch, gerocket jumped, findet zwei Gegner, sagt nope. Direkt wieder zurück. Ei. Da dann am Teleporter-Ausgang abgepasst. Hat Pix da rausgehauen. Kann aber dann gegen die geballte Kraft der drei anderen nicht allzu viel machen. Koss wird da von Andy weggezogen. Der sich auch noch Bartek gekrallt hat. Jetzt Vicky plötzlich der Letzte mit 18 HP. Das war... Da war nicht mehr viel zu reißen in der Situation. Punkt Nummer 2. Lächerlich, sagt Andy. Beim Stand von 2 zu 3 wäre ich mir da nicht ganz so sicher. Aber lassen wir das mal einfach so stehen. Dann haben wir kurz nochmal eine direkte Granate gesehen. Leider war es vom eigenen Team so. Also von Team Grün. Nicht vom Spieler, den wir da gesehen haben. Aber Marcy fängt sich da erstmal ein. Oder Mark. Ja, da hat die Heilung das Unvermeidliche nur rausgezögert. Und da haben wir Us als Letzten. Ja, hat lange genug überlebt. Teamkollegen sind wieder da und hat auch gut Schaden dabei ausgeteilt und gar nicht mal so viel eingesteckt. Das Bartek? Nein, den kriegen sie so schnell nicht. Kost kommt wieder. Da liegen die Respawn-Zeiten einfach noch zu dicht aneinander. Oh. Ja, schön da stehen bleiben. Ja. Andy alleine für 5 Sekunden und er steht unter Beschuss. Nee, das konnte er nicht mehr reißen. Map Nummer 1 geht ans A-Team. Einmal ein Blick aufs Scoreboard. Pixter mit dem harten Schaden hat keinen einzigen geheilt. Das sieht man auch nicht allzu oft. Man hat wohl den Button vergessen. Passiert mir auch manchmal. Aber doch, doch, GG. War ein schönes Spiel. Eine schöne Map vielmehr. Wir kriegen ja noch was zu sehen. Okay. Hier der Matchwinner ohne Heilungsskill. Ah, und da sind sie alle soweit. Map Nummer 2, Sunken. Death Rain Blue gegen das A-Team. Map Nummer 2, die erste ist ans A-Team gegangen. Mit 2 zu 4 quasi.
Moment, schauen wir erstmal. Hier kein großes Abtasten im Moment. Oh, da, da haben sie aber ganz schnell eine Eiersuche ausgelöst. Ja, hat zwar nicht direkt zum Rundengewinn geführt, aber nichtsdestotrotz. War schon relativ zeitig, da so ein das grüne Leuchten zu sehen. Und jetzt, ja, J-Bot für einen kurzen Moment alleine, aber das sollte wohl machbar sein, bis das Andy zurückkommt. Aber er sollte dann vielleicht auch nicht allzu früh sterben, weil sonst Andy eine Weile alleine klarkommen muss. Das war gut still gespielt. Die Geduld an der Stelle, ehrlich. Leider hat er sich davon dann, da dann hinterher vom Pix was eingefangen und konnte selber nicht viel ausrichten. Sind die Raketen so ein bisschen ins Leere gegangen. Und jetzt, ist für 10 Sekunden alleine. Pix macht da den letzten Treffer mit der Pinzer. Runde Nummer 1 fürs A-Team hier auf Sanken. Jetzt wollen sie es aber wissen. Pix gegen Andy. Pix setzt sich durch mit 13 HP hinterher noch. Und da fängt er sich eine Rakete von Jillboard. Ja, da hat er Pix gesehen, aber leider alle drei Pinzer in den Sand gesetzt. Und etwas zu nah an der Granate von Kost gestanden. Das war auch ein guter Zeitpunkt, um da wegzugehen. Hat man die Rakete noch vorbeirauschen gehört. Ah, und Kost mit der Pinzer im Nahkampf. Das, wo ist aber mit dem gekonnten Rocket Jump noch rausgekommen? Ja, so kann man den Granaten auch entkommen. Nichtsdestotrotz wird er da von Us letzten Endes... ja, dann ganz weggezogen. Jetzt. Marky Boy. Für ein paar Sekunden alleine, aber es wird keine große Jagd eröffnet. Man hätte es machen können, aber jetzt ist Jillboard wieder da. Aber da dachten sie sich dann auch, wir junken uns erstmal auf und dann haben wir immer noch über 20 Sekunden, um sie zu finden. Und das tun sie auch. Sieht ganz hart danach aus, als wird die Runde gleich an... ja, das A-Team gehen. Das haben wir zwar jetzt nicht wirklich aus der Nähe mitgekriegt, aber nichtsdestotrotz. Okay. Oh, hier auf Sanken entwickeln sich so richtige Trauben am Anfang. Bartek 2 HP, aber da. Jillboard hat die beiden gefunden. Ah, jetzt wird hier auch gerade ein bisschen geheilt. Ich wollte gerade sagen, jeder, den ich gerade angucke, ist in einem Heilkreis. Er war es gerade eben noch. Wow. Ein HP für Vicky. Andy macht das Beste draus. Noch jemand auf Andys Granate getreten. Hm.
Na, da hat er seine Position verraten. Riskanter Move, da direkt quasi unter dem Gegner die Zelte aufzuschlagen, aber scheint funktioniert zu haben. Für Deathrain kommt Jilbo in 10 Sekunden, Kost braucht noch 30. Das heißt, je nachdem, wie das jetzt läuft... wäre es möglich gewesen, dass die da einen Vorteil gehabt hätten, aber jetzt nicht wirklich. Aber Bartek jetzt alleine. Und wurde entdeckt! Ah, da haben sie den Angriff abgeblasen. Das war dann doch etwas zu riskant für Marky Boy. Bruce ist wahrscheinlich auch gerade erst gespawnt. Das war auch ein gekonnter Einsatz, ob jetzt gewollt oder nicht, von dem Implosions-Weeball. Einfach hinter die Heilbubble geschmissen und den Gegner rausziehen. Ist auch ein smarter Gedanke. Und Bartek will's wissen, geht rein. Mit 109 HP gegen zwei Leute, drei? In einen Raum mit drei Leuten. Drillboard gegen Vicky. Vickys Chef setzt sich wieder durch. Ja. Vicky jetzt als letzter nur noch übrig. Für fast 20 Minuten kann aber Andy daraus ziehen. Ja, und Us ist da jetzt ein bisschen im Nachteil. Ich glaube, die beiden werden hocken bleiben. Problem für Us ist, Kos kommt wieder, Bartek fast wieder da, hat sich eh jetzt alles erledigt. Vicky macht die Runde klar, 3 zu 0 jetzt. Das ist jetzt leider ein wenig einseitiger als letztes Mal. Na, lass mich mal checken, wer hier was gepickt hat. Okay, A-Team hat Sunken gepickt. Daher... vermutlich der leichte Unterschied. Fühlen sich hier ein bisschen wohler. Wobei wir ja schon oft genug mitgekriegt haben, dass gerade das nicht der Fall sein muss. Dass sich Teams oder auch im Duell einzelne Spieler gegenseitig ihre Picks ziemlich eindeutig abnehmen. Mit der dritten Pinzer hintereinander. Mit der vierten. Diese ist für Picks bestimmt. Und kommt mit dem Rocket Jump angeflogen. Hat er nochmal Vicky gezogen? Auf jeden Fall war es eine sehr schöne Aktion von Us. Punkt. Kost gibt er da auch noch gerade einen Finisher, bevor er dann von Picks rausgenommen wird, der da auch zwei Leute hintereinander, drei Leute hintereinander mit der Pinzer platt gemacht hat und jetzt den Sieg für sein Team holt. GG, well played ans A-Team. So ungern wir unsere Landsleute auch nicht gewinnen sehen. Picks abgegangen, 22 zu 8. Meine Güte. Der arme Junge muss Rückenschmerzen kriegen, so viel wie er da trägt, ne? Von wegen Carry, bla bla bla. Das war wohl ein ganz starkes Spiel von ihm. Und Ancient wird die letzte Map. Nochmal die Mini-Erklärung für jeden, der es vielleicht noch nicht weiß. Die Diabolical Wipeout League läuft nach dem Motto, also es gibt kein Best-of so und so viele Maps, sondern es werden immer drei Maps gespielt und jede gewonnene Map ist ein Punkt für die Liga. Einfach und elegant.
Okay. Man wünscht sich schon zumindest viel Spaß. Wenn auch nicht in jedem Fall viel Glück. Marky Boy hat seinen F3 auch gedrückt. Map Nummer 3 ist offiziell eröffnet zwischen Death Rain Blue und dem A-Team. Okay. Rocket Spam über die Mauer. Sollte irgendjemand denen mal sagen, dass die Türen offen sind? Man kann die benutzen. Ei, die eine Rakete, die da reingeklickt wurde, hat voll getroffen. Er hatte aber auch selbst einen 100er eingesteckt. Juckt ihn nicht. Jillbot muss dran glauben. Andy muss dran glauben. Und Jillbot hat er auch noch gefunden. Jillbot nimmt das an. Ja, und jetzt eine kurze 1 gegen 1 Situation, quasi. Jetzt ist Us wieder da und Vicky auf der anderen Seite. Eine gegenseitige Auseinandersetzung mit dem Smoke V-Ball an der Stelle. Ja, Andy, so ein Chef-Duell mit so wenig HP ist vielleicht, naja. Aber gut. Vielleicht wollte er auch drauf gehen. Damit er seinen Kollegen gleich wieder zur Verfügung stehen kann, was aber jetzt gerade nicht so gut aussieht. 5 Sekunden noch und da ist Us auch weg. Auch die erste Runde von Ancient geht ans A-Team. Ja, okay, man hat die Türen gefunden. Das ist schon mal von Vorteil. Jetzt sind sie alle am Heilen, wenn ich durchschalte. Ja. Kost setzt sich da auseinander mit Jillbot. Der da Unterstützung von Andy kriegt, aber ich glaube, im Hintergrund habe ich da auch nochmal einen grünen Eggbot anlaufen sehen. Okay, Vicky wieder mit dem Chef und jetzt auch nur noch mit einem HP. Schöne Aktion da von Us, denke ich mir. Ja, wir haben es zwar nur aus der Perspektive gesehen, die er auf die Nase bekommen hat, aber das sah hübsch aus. Es sah so aus, als könnte es hübsch ausgesehen haben. Aus der richtigen Perspektive. Ai, kriegen wir einen 100er zu sehen? Nee, kriegen wir nicht. Schade eigentlich. Nichtsdestotrotz, Us immer noch alleine. Muss noch... Ja, nicht, noch nicht 5 Sekunden durchhalten. Hätte aber auch geschafft. Ja, Pix macht seinem Namen wieder alle Ehre, haut die Pixel-Dinger raus. Wobei hier im Augenblick noch gar nicht der dicke Schadenmacher. Us ist derjenige, der so ein bisschen die Punkte aufs Konto holt. Aber in diesem Fall, Pix holt die zweite Runde. Schaden ist nicht alles. Er muss auch zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Boah, wieder 2 Granaten hintereinander, diesmal von Koss. Schöne weite Dinger. Ja, hat er Jillbot mit weggeholt. Ja, und jetzt alle hinter Us her, das ist die dritte Runde.
Agent könnte sich leider auch zu einer recht einseitigen Geschichte entwickeln. Ich würde mich natürlich super über ein Comeback freuen. Schon allein aus Hype-Levels. Und außerdem, weil ich aus nationalen Gründen total verpflichtet bin, das zu wollen. Aber im Augenblick setzt sich das A-Team da wesentlich mehr durch als Deathrain. Da konnte er sich nicht so ganz entscheiden zwischen den Gegnern, wen er da nehmen sollte. Ja, Andi da mit einem schönen offensiven Move. Ich wollte offiziell sagen irgendwie. Aber da kriegt er doch noch auf die Nase. Auch die dritte Map geht an das A-Team. Heute leider kein Glück für Deathrain Blue. Blue. Habe ich irgendwann vorhin Red gesagt? In dem Fall tut mir das leid. Das müsste eigentlich Blue sein. Ich habe es mir doch noch extra aufgeschrieben. Yo. Sie sind blau. Aber ja. Auch mal aus der Lobby rausgehen. Und so sieht's aus fürs erste Match des Abends. Deathrain Blue leider keine einzige Runde erobern können gegen das A-Team. Wir haben da aber auch echt eine gute Figur gemacht. Pix auf der einen Map ist abgegangen wie sonst was. Ja. Aber ja, so das Ding. 3 Punkte für das A-Team. Bin schon so schockiert, dass mir hier mein Flaschendeckel runterfällt. Naja. An diesem Punkt noch mal ein kleines bisschen Werbung. Wenn ich es richtig gesehen habe, soll es heute um 23 Uhr noch ein Spiel geben. Das ist zwar verdammt spät für mich, aber ich glaube, das werde ich auch casten, wenn nichts dazwischen kommt. Falls also irgendwer Bock drauf hat, ich würde mich freuen. Und, ja.